Und damit herzlich willkommen zum KI-Kampf Schlange gegen Marshall. Ein Kampf, der mir schon öfters durch den Kopf ging und ich mir immer wieder so gedacht habe, nee, das kriegt der Marshall doch locker hin. Und dann denke ich mir jedes Mal so aufs Neue, kriegt er das wirklich hin? Ich meine, der Marshall ist natürlich mit dem inoffiziellen Patch stärker geworden, aber so ultra stark jetzt auch nicht, vor allem sehr anfällig im frühen Spiel und ohne Unterstützung. Der Marshall ist halt ein guter Supporter vor allem. Und hinzu kommt eben, dass mit den aggressiven KIs der Marshall auch nicht wirklich großartig zugelegt hat, während die Schlange sowohl mit dem Lanzenträger-Buff als auch mit den aggressiveren Einstellungen durchaus jetzt was auf dem Kasten hat. Das könnte interessanter werden, als es sich erstmal anhört. Und meine Prognose wäre tatsächlich, ich kann mir nur vorstellen, dass es auf zwei Möglichkeiten ausgeht. Entweder holt das die Schlange im Early Game, also dass die Schlange sehr früh Marshall umnudelt, was ich als ziemlich wahrscheinlich einstufen könnte, oder der Marshall hält lang genug durch, dass er die Schlange im Late Game mit Schwertkämpfern rasiert. Weil mit genug Schwertkämpfern kriegt man die Schlange eigentlich immer. Okay, ich würde sagen, genug Einleitung. Legen wir los und gucken einfach mal wirklich, bevor wir jetzt, stell dir mal vor, so einfach 2 Stunden labern, wer gewinnen könnte, und dann geht es spiel 10 Minuten und ist vorbei. Das wäre doch was. Okay, Schlange unten links, Marshall oben rechts. Großes Problem von Marshall wird halt sein, dass er sehr viel von seinem Startgold eben investiert. Das dauert auch sehr, sehr lange, bis da wirklich was rauskommt von. Mich wundert es halt wirklich, dass der Marshall immer so eine schlechte Wirtschaft hat, weil er hat eigentlich alles, um glücklich zu sein. Er hat grundsätzlich eine Waffenproduktion, die ist nicht die größte, aber ausreichend für das, was er eigentlich so ausbildet. Dazu kommt noch, dass er sogar Bierausschank hat. Jetzt mit den aggressiveren KIs eigentlich auch ein bisschen mehr Wirtschaft. Eigentlich sollte der Marshall halbwegs was machen können. Aber gut, wir haben ihn bis jetzt nur einmal gesehen. Vielleicht schätze ich ihn auch ein bisschen falsch ein. Schauen wir mal, was dieses Spiel sagt. Wir haben die ersten Sklaven, die gefährlich nah an den Grundspeicher rankamen, weil die Bogenschützen hier noch nicht ihr Türmchen haben. Komm, gehen wir mal ein bisschen runter zum Tempo, dass wir es ein bisschen genauer sehen. Also eine Sache, seitdem der Marshall ja Waffen kaufen kann, was ihn ja gewaltig geboostet hat von seinem, also ursprünglich war er wirklich nur knapp über Ratte. Late-Game-Gefährlichkeit, wenn er alle Sachen hat, natürlich besser, aber im Early-Game war er wirklich nicht besser als die Ratte, wegen fehlendem Waffenkauf. Seitdem er das kann, ist er sogar einer der frühesten Angreifer im Spiel und ist da sehr, sehr schnell sehr aggressiv. Obwohl, Schlange hat da eher was mitzureden. Aber da kommt auch der Marshall-Angriff. Ich sag ja, der braucht auch nicht lange mittlerweile. Und es sind ein paar Schwertkämpfer mittlerweile. Jetzt stell ich mal vor, stell ich mal vor, das war's jetzt wirklich, ne? Stell dir mal vor, da geht jetzt einfach durch, umläuft die Schwertkämpfer und macht den Marshall irgendwie hinterrücks platt. Ja, das wird natürlich von den Schwertis rasiert. Die Bogenschützen sind noch nicht richtig aufgestellt, um die Katapulte abschießen zu können. Das heißt, die können auch ein bisschen Schaden machen, würden sie länger stehen. Jetzt haben wir hier, das ist eigentlich schon mehr als gedacht. Ist es nicht so, dass der Marshall eigentlich mit 4 oder 5 Schwertkämpfern angreift erstmal und nicht mehr mit seinem ersten Angriff? Ich glaube, 4 waren es. Das ist jetzt 6, 7, ich zähle jetzt 9, aber es könnten auch 10 sein. Kann sein, dass da vielleicht gar nichts. Es müssten 9 sein. 9 Schwerte, das ist locker das Doppelte von dem, was eigentlich sonst kommt beim ersten Angriff. Also wenn er jetzt schon mit 9 Stück loslegt, könnte es natürlich sehr schnell sehr gefährlich werden für die Schlange. Ein paar Angriffe mehr und das ist, da ist man schnell durchgebrochen. Aber aktuell hat die Schlange trotzdem genug Bogenschützen, um die kleine Anzahl abzuwehren. Aber ja, auf lange Sicht wird es ähnlich sein wie die Mission aus Stronghold 1, wo man die Schlange bekämpft, komischerweise. Und erstmal nur Bogenschützen hat und plötzlich kommt der Wolf vorbei. Mit seinen Schwertkämpfern und du denkst dir erstmal, oh shit. Bis du plötzlich die Armbrüste bekommst. Okay, ja. Marshall ist halt ein langsamer Starter. Aber ganz ehrlich, das ist ja okay so. Ich würde mal sagen, das passt auch ziemlich zu seinem Charakter. Er ist halt so der Verschlafenere. Aber wenn er dann mal im Late Game richtig loslegt, dann legt er ziemlich gut los. Ich meine, seine Schwertkämpfe sind nicht ohne, aber vor allem die Ritterrasur, die er öfters mal bietet, ist durchaus brauchbar, vor allem in Teamgames. Okay, da hat es einmal den Steinbruch erwischt. Und der erste Turm steht. Jawohl, Marsha, dass er das in seinem Alter noch hinbekommt. Ja. Oh, nächster Angriff der Schlange. Ja, die schnelleren Lanzenträger sind durchaus gefährlich, auch für Wirtschaft kaputt machen, ne?
Jetzt haben wir sogar noch Leitern. Es wäre so lustig, wenn die Meuchelmörder jetzt die Leitern hochklettern würden. So, oh, endlich, endlich mal klettern ohne den blöden Haken. Da steht eine Leiter und sie nehmen trotzdem den Haken, ne? Ja, die Meuchelmörder kamen da gefällig nah ran. Wenn die Schlange da mehr von macht, dann hätte die Schlange mehr Meuchelmörder. Ja, lasst euch das erstmal durch den Kopf gehen. Ja, aber mit mehr Meuchelmördern, so das Ding gestürmt, schnell mal den Lord weggemurkst, das würde funktionieren. Aber ich glaube, die Schlange macht ab einem gewissen Punkt ja nicht mehr Meuchelmörder. Ich glaube, es werden hauptsächlich mehr Lanzenträger und mehr Bogenschützen. Aber beides durchaus gefährlich. Marschall müsste also langsam mal loslegen, vor allem bezüglich Rittern. Bäh. Puh. Okay, fairerweise, weil ich ja gesagt habe, dass wir haben letztes Mal gar keine gute Wirtschaft gesehen vom Marschall. Ja, wie auch. Letztes Mal hat er gegen Philipp gespielt und Philipp hat ihn mit Kavallerie einfach so dermaßen zerrissen, bevor irgendwas stand. Da hat der arme Mann doch nichts. Ja, mehr Sklaven, aber so langsam, ja, jetzt stehen die Türme auch wieder, auch wenn die Bögen nur langsam reinkommen. Ja, Marschall braucht wirklich eine gute Weile, bis es da richtig loslegt. Aber gut, es liegt auch an den 4000 Stadtgold. Marschall ist einer von denen, die von mehr Stadtgold auf jeden Fall unglaublich profitieren. Aber genau das weniger Stadtgold, die 4000 gerade mal, sind halt wirklich sehr gut für so KIs jetzt eben wie die Schlange, die auf frühe Aggression setzt und den Gegner früh sehr schnell schädigen will. Also durchaus nicht schlecht. Nicht schlecht. Da haben wir halt wirklich Masse gegen Klasse, ne? Andererseits ein guter Mann. Klasse, Bogenschützen jetzt auch nicht so dolle, aber zumindest Schwertkämpferritter und so, ne? Also der Truppenwert ist auf jeden Fall höher beim Marschall. Aber die Truppen zahlen natürlich bei der Schlange. Uiuiui, jetzt die Schlange mit dem nächsten. Also die Schlange lässt Marschall gar nicht so wirklich zum Angriff kommen. Da kam der erste Angriff, aber mehr ist da aktuell noch nicht drin. Aber Marschall gerade gut. Seine Bogenschützen ja auch noch geschützt. Die Meuchelmörder könnten wahrscheinlich nur gut abgeschossen werden. Die Ritter machen auch ein bisschen stimmt, Feuerballisten sind ja jetzt auch mit dabei. Autschi. Also ohne die Feuerballisten hätten die Ritter jetzt komplett die Belagerungsgeräte zersägt. Aber so wird es ein bisschen schwieriger, ne? Aktuell Marschall immer noch ganz gut am Verteidigen. Aber die Sache ist die, schafft es der Marschall überhaupt genug Truppen aufzubauen? Oder wird er jetzt ständig... Ja gut, aber sagen wir mal so, das ist auch die einzige Chance für die Schlange, ne? Sobald der Marschall mal zum Gegenangriff kommt, ich glaube, den nächsten hält die Schlange bestimmt noch gut ab, aber dann wird es langsam gefährlich von der Schwertkämpferzahl. Alles klar. Sleepy Marschall wieder. Ja, ja, geht bitte hier zu den Steinbrüchen. Verteidigt die. Wie war's, die brennen? Das ist noch nicht mein Problem. Nee, besser gesagt, oh ja, geht zu den Steinbrüchen und hier Truppen dort sammeln. Aber, mein Lord, die Steinbrüche stehen und es stehen in Flammen. Mein Lord, und man sieht bloß noch, wie der Marschall eingeschlafen ist, so. Ja, also die Katapulte, das tut weh, das tut weh. Also gut, okay, der Turm kostet nur 15, aktuell keine Bogenschützen drauf, das könnte schlimmer sein. Beziehungsweise, ja, 15 Stein gegen jetzt 150 Gold fürs Katapult, dann nochmal. Aber Geld ist jetzt eh nicht das Problem der Schlange. Also gut, sie hat jetzt nicht Reserven, aber die Schlange kann besser spammen mit wenig Gold. Und apropos besser spammen, da kommt der nächste Angriff. Und die nächste Runde rückwärts. Okay. Die Bogenschützen hier könnten ein bisschen auf was abwehren, je nachdem. Schauen wir mal. Ich meine, die Bogenschützen hier, ja, die beschießen sich jetzt. Oh, jetzt kommen die Lanzenträger da dazu. Ja, okay. So viel dazu. Die Ballisten sind wieder. Ja, aber tatsächlich kommt der Marschall. Wurden ihm die offensiven Ritter weggenommen oder ist er einfach wirtschaftlich noch nicht so weit? Oh, oh, la 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 la, das könnte echt eklig werden. Jetzt kommen erst die Schwertkämpfer retten es, aber boah, das war jetzt beinahe die hinterrückste Aktion, die ich gemeint hatte. Wow, 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 wow. Aber hey, die Ritter haben geräumt.
Obwohl, die haben sich jetzt eh zurückgezogen, aber... Eieieiei. Also das war jetzt wirklich beinahe die hinterrückste Aktion, die ich gemeint hatte. Ja, das ist halt eine böse Kombination. Die Meuchlämmer da zusammen noch mit den Lanzenträgern, die jetzt effektiv auch die Leitern hochklettern können. Das wird böse. Ich meine, es ist nicht so, dass der Marschall keine Wirtschaft... Ich verstehe es halt nicht beim Marschall. Er hat eigentlich Wirtschaft. Nahrungsproduktion sollte stehen mit der Menge. Er hat sogar Bier aus Schank. Für gute Steuern. Er hat gut was in Eisenbrüchen und Steinminen, ne? Ich meine, klar, sein Steinbruch wird ihn hier und da ein bisschen angefackelt, aber ansonsten läuft doch eigentlich alles bei ihm. Ich frage mich, warum der kein Geld hat. Geht alles für die Tabletten drauf, oder was? Wer weiß, was der Mascha sonst in seiner Freizeit macht. Vielleicht ist der auch so ein Mutenroschi-Typ, ne? Wer weiß. Manchmal sind es die Alten, die Schlingel sind. Das wäre wirklich so. Story. Stronghold Neuinterpretation. Wird quasi die Dragon Ball-Geschichte nacherzählt und der Mascha ist Mutenroschi, ne? Ja, ich meine, jetzt macht der Mascha mal ein kleines bisschen Gegenangriff, also überhaupt mal was im Spiel, abseits vom allerersten Angriff. Auch wenn seine Ritter gerade ein bisschen in der Existenzkrise stecken, habe ich so das Gefühl. Aber selbst wenn sie die Steinbrüche nicht zerstören, durch die, so wie die hier die Bogenschützen schnetzeln, bringen die auch schon ganz gut Gegenwert. Auch wenn die wissen nicht so ganz, was sie gerade angreifen sollen, ne? Wie ich mir vorstelle, das sind nicht die Ritter, das ist der Mascha, der ihnen die Befehle gibt. Hol den da, was wollte ich eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Hallo? Da hinten wieder ein Steinbrüchlein. Ich meine, das ist immer wieder mal wirtschaftlicher Schaden, der reinkommt. Das könnte die Schlange ein bisschen abhalten zwischen den Angriffen. Zumindest die... Andererseits die Menge an Rittern, die er herauspumpt, die immer wieder aufgehalten werden, das setzt ihn natürlich auch mit seinen Angriffen. Oh, wenn das mal nicht ein Fehler ist, Marschall. Wenn das mal nicht ein Fehler ist. Jetzt kommt die Schlange und er... Also wenn sich die Armeen quasi gegenseitig aus dem Weg gehen, dann wird das richtig böse für einen Marschall enden. Oh, das sind eine Menge Geräte. Ja, jetzt hat es die ganzen... Oh, die Schwertkämpfer kommen erst jetzt. Aber gut, wenn die ganzen Angreifer wieder rechts lang kommen, wie letztes Mal. Ja, ich meine, okay, sie treffen sich größtenteils hier. Und da müssen die Schwertkämpfer einfach komplett durchrasieren. Ohne das großartig Schaden erstellt. Ja, tut mir leid, da ist Wasser. Ausfall, okay, das Match ist interessanter und spannender als gedacht. Jetzt haben wir noch einen richtig epischen Ritterausfall auf die Belagerungsgeräte. Und da wird alles rasiert. Bis auf die Ballisten, die eigentlich die größte Bedrohung sind. Und oh nein, nicht schon wieder, Marschall. Okay, da kann er jetzt aber weniger für. Ah, die haben sich jetzt aber gegenseitig relativ neutralisiert. Also langsam fährt der Marschall auf. Also wenn die Schlange jetzt nicht langsam mal einen tödlichen... Jetzt war es der zweite Angriff. Direkter Angriff vom Marschall abgewehrt. So langsam wird es gefährlich für die Schlange. Wenn die Schlange jetzt nicht den Druck macht, um Marschall ordentlich eine überzubraten, entweder gleich sofort zu killen oder die Wirtschaft entscheidend zu schwächen, dann wird der Marschall jetzt langsam fit genug. Jetzt so langsam die Zeit, dass er aufsteht. Der Pfleger kam gerade rein, hat schon mal das Bett aufrecht gestellt. Es dauert nicht mehr lange. Dann ist es soweit. Dann ist Zeit fürs Frühstück. Und auf dem Speiseplan steht gerade Schlange. Nicht jedermanns Geschmack, aber ich glaube, der Marschall, der kriegt so langsam Hunger. Und da fängt alles an, gut zu schmecken. Mal Schlange versus Marschall. Speichern. Ich meine, ja, ein paar Apfelfarmen, aber immerhin.
Ich meine nicht nur, dass da 5 Gold jedes Mal weg sind, es wird ja auch kurzzeitig ein bisschen die Nahrungsversorgung unterbrochen. Also gibt es auch ein bisschen Opportunitätskosten im Sinne von, ja, kurzzeitig dann eben die Äpfel, die nochmal neu blühen müssen, neben dem 5 Holz, dann doch, dass da vielleicht 1-2 Lieferungen bis dahin ausfallen. Wofür dann eventuell, wenn es knapp kalkuliert ist, dann Nahrung nachgekauft werden muss. Es ist sehr viel wenn, vielleicht. Also, Stronghold lässt sich halt längst nicht so, in Anführungszeichen, einfach kalkulieren. Also, einfach ist es nicht, aber wenn man es jetzt vergleicht mit Age of Empires 2 beispielsweise, wo es ja auch Spirit of the Lore gibt, der ja alles bis ins kleinste Detail mathematisch durchgeht. Tatsächlich ist Age of Empires 2 sehr, sehr mathematisch. Also da kannst du alles mit Mathematik. Also wenn du da quasi mathematisch gleichen aufstellst, kannst du fast alles im Spiel vorberechnen, was es da so gibt. Bei Stronghold ist es tatsächlich nicht so leicht, weil es gibt so viele Faktoren, die mit einspielen, dass du da nicht einfach den gleichen aufstellen kannst, wie effektiv etwas ist. Weil man kann allgemeine Tendenzen aufstellen, aber so eine absolute endgültige Lösung, so im Sinne von x ist gleich 3,000 durchgehend, schwierig. Sehr schwierig. Das ist aber auch eine der Sachen, die Stronghold ausmachen, wie ich finde. Ich meine, das siehst du schon alleine bei den... KI-Kämpfen. Es gibt so viele Sachen, die einfach mal anders laufen, rein spontan. Und es hat nicht mal damit zu tun, dass die KI jetzt großartig andere Strategien fährt, als sie es eigentlich tut. Es passieren einfach random so viele Sachen anders, als sie mal passieren könnten in anderen Fällen. Ich glaube, diese Random-Faktoren, die da oftmals drin sind im Spiel... Und unglaublich vielen Abhängigkeiten untereinander, die alles, die kleinste Veränderung, so Butterfly-Effekt-mäßig, das gesamte Bild verändern plötzlich. Das hat einfach den großen Reiz von Stronghold auch mit. Dass es eben nicht so ultra kalkulierbar ist. Ja, nice. Achso, schaut euch das mal an, so Marschall jetzt mit 155 Truppen. Auch noch gut Geldreserven, jetzt greift die Schlange wieder an, aber der Marschall wird, glaube ich, auch nicht mehr so weit. Ja, genau, der Marschall wird nicht lang weit vom Angriff weg sein, genau, weil er jetzt nicht mehr weit weg vom Angriff ist. Und ja, jetzt schickt er seine ganzen Bogenschützen in den Nahkampf. Oh Mann. Willst du dann eine neue Messerkollektion ausprobieren, oder was? Schwerdies kommen erst jetzt. Hätte der die Bogenschützen einfach da gelassen zum Schießen, der hätte... diesen Wettstreit da quasi fast gewonnen. Jetzt wird es halt gefährlich für ihn, sollten die Gegner durchbrechen. Aber andererseits hat er jetzt ganz gut Bogenschützen aufgestellt. Was auch... Hey, was wollen die da in der Ecke? Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, das ist der Grund, warum auch der jetzt... Oh, das könnte echt gefährlich werden für die Schlange, ne? Ich glaube, ich weiß, warum die da vor der Mauer gewartet haben. Ich glaube, das ist die Umstellung, weshalb die Leiterträger gefixt wurden. Weil das große Problem, weshalb die Leiterträger in Vanilla nie richtig funktioniert haben, in Vanilla Crusader, ist, dass die Lanzenträger einen Angriffsbefehl auf die Mauer bekommen haben, bevor überhaupt die Leitern da stehen. Und dann, wenn die Leitern da stehen, wissen die Lanzenträger schon gar nicht mehr, die haben ihren Angriffsbefehl schon erhalten. Deswegen ist meine Vermutung, ich bin jetzt zu 99,99% sicher, dass die Lanzenträger einen verzögerten Angriffsbefehl haben auf die Mauern. Um erstmal zu warten, ob Leitern angelegt sind oder nicht. Deswegen warten sie kurz. Ultra effizient, wenn Leitern mit im Spiel sind. Ihr habt gesehen, wie schnell die Schlange da mal jemanden überraschen kann. Natürlich von Nachteil, wenn die Leitern abgeschossen werden vorher. Dann wird ein bisschen nützliche Zeit verbraucht. Ja, der Marschall braucht noch ein bisschen mehr Power. Das ist jetzt... Er kommt dran. Er kann jetzt schon bald aufstoßen. Übrigens, es gibt ja Leute, die gesagt haben, es ist für die... Also ich finde, das ist nach wie vor eine der stärksten Schlangenburgen. Einige sagen, es ist von... Also das ist der Turm und Torhaus... Also es erhöht die Verteidigungskapazität gewaltig. Aber für alle, die sagen, dass der Turm oder der Torhaus eine Schwäche darstellen, die Mauern sind nicht besser. Ihr seht, da ist er durch die Mauern durchgekommen und bei den meisten Burgen ist die Schlange sehr schnell gestürmt. Ob jetzt die Mauer schnell mal aufgeschlagen wird von irgendwas oder das Torhaus oder... Es macht nicht so einen großen Unterschied. Aber die Verteidigungskapazität und die Wirtschaftlichkeit von der Schlange ist durchaus besser. Ja, ich glaube, so langsam blättert sich die Wende. Hobbit Hearns have tabled. Damit hat er Aua gemacht. Das ist tatsächlich, ich muss wirklich sagen, das ist ein sehr interessantes Match.
Beide haben noch eine Chance. Also ich würde nicht sagen, dass die jetzt nur, weil der Marschall jetzt am Gegenangreifen ist, ist die Schlange noch nicht aus dem Rennen. Die Schlange hat immer noch... Marschall kam bis jetzt noch kein einziges Mal richtig bei der Schlange durch. Die Schlange sammelt immer größere Angriffstruppen. Es braucht nur mal einen richtigen Zeitpunkt. Der Marschall ist auf jeden Fall tot. Übrigens, zwischen zwei Angriffen jetzt mal ganz kurz. Es gibt ja immer mehr Leute, die fragen, hey, wann spielst du nur mal wieder selber Stronghold? Keine Sorge, das kommt noch früh genug. Spätestens, wie gesagt, wenn, okay, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich genau mache, wenn es soweit ist. Aber ich werde, sobald die aggressiven KIs auch ihre eigenen Burgen haben, komplett alles darauf abgepasst ist, auch für den Kreuzzugmarsch, werde ich höchstwahrscheinlich, weil viele wünschen sich's ja, mit den aggressiven KIs und allen aktuellen Einstellungen den Kreuzzugmarsch nochmal versuchen. Gibt einige, die sagen, es wird damit nahezu unmöglich. Ich bin mal gespannt, wir schauen einfach mal. Und ich habe lange überlegt, aber ich würde mal so im Vorfeld sagen, statt ein drittes Let's Play zu machen, was sich wieder über ein halbes Jahr zieht oder ein Jahr oder so, wenn es dann wieder über 100 Folgen werden. Was würdet ihr davon halten, wenn wir das in Livestream-Format machen? Jede Woche einmal, also jede Woche einmal, einen Tag die Woche, jetzt Freitag oder vielleicht nehme ich den Mittwoch oder sonst irgendeinen Tag, wird ein Livestream 4 oder 5 Stunden gemacht. Und wir spielen einfach so weit, wie wir in dem Livestream kommen und dann wird es die nächste Woche fortgesetzt. Dann könnt ihr ein bisschen interaktiv mitwirken und es ist ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen frischerer Wind, als jetzt das dritte Let's Play dazu zu machen. Nichts gegen Let's Plays, nach wie vor mein Lieblingsformat so ein bisschen, aber... Es wäre halt schon wirklich... Beim dritten Mal wird es zu viel und bei Stronghold 1 habe ich es auch so gemacht. Ich habe die Kampagne jetzt schon zweimal Let's Played, beim dritten Mal habe ich es in einem Stream gemacht, zu meinem Geburtstag. Das ist jetzt auch ein Jahr her mittlerweile, ne? Nee. Moment, nee. Zu meinem Geburtstag habe ich zwar einen Stronghold-Stream gemacht, aber nicht die Kampagne. Die Kampagne habe ich zu meinem 10-jährigen Jubiläum Let's Played. Und das war 2019. Ja, April 2019. Ein halbes Jahr ist es her. Gerade durcheinander gebracht, spontan. Aber schaut euch das an, der Marschall. Das, so langsam holt er sich hier die Herr Oberhand. Okay, Marschall jetzt das erste Mal am Angreifen mit voller Kraft. Ohne vorher irgendwie abgelenkt und abgeschossen zu werden, aber die Schlange hat mittlerweile auch ordentlich Truppen gesammelt. Wie viel... wie lange brauchen denn die Schwertkämpfe? Oh, zwei Bocke, ein großer Bocki. Wenn da jetzt aufgeschossen wird, dann können die Schwertis natürlich sofort durch, es sei denn, es wird dann wieder aufgebaut. Yay, Bocki hat Spaß! So, jetzt kommen noch ein paar Bogis dazu. Da kommt er, der Marschflugkörper. Wenn jetzt doch die Ritter reinkommen würden zur Unterstützung mit den Schwertkämpfern. Ja, die Frau hat schon gesagt, dann... Ah. Was ist denn die Schlange? Die Schlange macht das dann in dem Augenblick. Es steht die Schlange da, wie bei diesem Bild der Schrei, ne? So, ah. Aua, nein, mach nicht den Richard. Ja, jetzt ist hier zu, es tut mir leid. Ich glaube, wir gehen wieder nach Hause. Dafür wurden wir nicht bezahlt, Leute. Aua, hör auf. Marschall, jetzt macht seine ganzen eigenen Leute kaputt. Ja, jetzt wird das nichts mehr mit dem... mit dem Preis. Wenn, vielmehr ist jetzt so, wenn die Schlange zum Gegenangriff bläst, dann ist da hier Ende Gelände. Aber gut, selbst wenn die Schlange jetzt gegenangreift, der Marschall hat jetzt eigentlich ganz gut Reserven, um schnell wieder auszubilden. Und schon allein ein paar Schwertkämpfer können ja eigentlich sehr viel von dem leichten Zeug da abwehren. Ah, wenn Möchlimmer dabei sind, nicht so eindeutig. Lustigerweise greift er immer noch an, ne? Ah, wegen dem einen Schwertkämpfer. Jetzt aber, oder? Ist jetzt vorbei? Oh. Aber ja, bezüglich dem Thema vorhin nochmal, könnt man sagen, was ihr bevorzugen würdet, Video oder Livestream. Ich mache jetzt noch keine Umfrage dazu, einfach nur so, was euch durch den Kopf geht. Was ihr vielleicht für Ideen habt. Einfach mal allgemein kommentieren. Versuche alles zu lesen, nach bestem Gewissen. Vielen Dank, Ihr Feedback wurde direkt an den Papierkorb weitergeleitet. Okay. Da kommt wieder zurück. Jetzt Schlange.
Ich würde mal sagen, die Schlange hat noch. Die Chancen für die Schlange sinken immer weiter. Aber sie hat jetzt noch eine. Wäre jetzt ein guter Konterangriff gekommen, aber der braucht auch noch ein bisschen. Aber abseits von dem Konterangriff, allgemein jetzt mal ordentlich drauf zu hauen. Ja, aber jetzt, wo die Ritter ein bisschen dominanter werden, ist da nicht mehr viel. Mit so einer wirtschaftlichen Dominanz. Ne? Eigentlich war die Schlange immer bis jetzt wirtschaftlich sehr gut, also jetzt immer wieder, also rein vom Einkommen her, das hätten wir bestimmt auch in der Statistik sehen, ist die Schlange schwächer als der Marschall. Schon allein wegen den ganzen Möglichkeiten, die dem Marschall offen stehen. Aber die Schlange hat halt viel, viel billigere Truppen. Dementsprechend kann die Schlange immer wieder mal Angriffe rauspumpen. Selbst eigentlich unter Belagerung. Aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger für die Schlange. Ich habe so fast das Gefühl, dass jetzt die Zeit des Marschalls angekommen ist. Hier, guck mal, da kommt gleich der nächste Angriff. Aber irgendwie kann es sein, dass es nicht mehr Schwertkämpfer werden. Gerade auf diese Schwertkämpferübermacht habe ich ja eigentlich getippt, quasi. Zippiti-tappiti. Marschall zweimal in Folge. Das ist jetzt wirklich der große Gegenangriff hier. Jetzt ist hier wieder... jetzt kommt er mit allem rein. Das ist nicht unbedingt die beste Idee, Marschall. Aber jetzt kommen die Ritter rein, oder? Ja, nicht schlecht. Okay, das war jetzt eine Menge. Ich könnte mal... Jetzt kommen die Schwertis. Sind das jetzt großartig mehr Schwertkämpfer geworden? Vielleicht werden es immer nur so 3 oder 4 mehr. Das kann gut sein. Ich glaube, es ist ja Faktor 1,5 eingestellt. Ich weiß nicht, ob die 9 vielleicht sogar schon sein zweiter Angriff waren oder so. Ich habe den ersten bloß nicht richtig gecheckt. Ja, jetzt ist er gleich drin, aber... Also zum Finishen reicht es nicht, aber vielleicht richtet er einfach noch Schaden an bei den Angriffstruppen von der Schlange. Nachseits sind schon so viele. Ja, das hat nicht mehr viel gebracht. Oh, das sind wieder Ritterlein. Da kommt wieder das Ritterlin. Yay. Ich glaube wirklich, vor allem die Ritter machen es, ne? Die Schlange pumpt die ganze Zeit Ressourcen aus, um die Patrouillen zu aufzufüllen, die hier draufgehen. Wenn man sich bedenkt, so schnell kriegt er die Bögen wahrscheinlich auch nicht mal produziert, wie die draufgehen, dass er auch immer wieder welche nachkaufen muss. Was heißt, ja, ein guter Teil statt den Angriffstruppen fließt gerade darin, die Patrouillen wieder aufzufrischen. Das gute alte Sheriff-Problem. Das ist ein echt gutes Match jetzt. Ich hatte wirklich Angst, dass es schnell vorbei ist und sehr einseitig wird. Vor allem für die Schlange. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass die Schlange vielleicht richtig schnell durchrasiert und ein Marschall wieder einfach mit heruntergelassenen Hosen dasteht, bevor er überhaupt hier die Spülung betätigt hat. Aber... so ist das eine ganz andere Geschichte gerade. Das Match ist echt interessant. Aber jetzt sollte die Schlange auch mal wirklich... Die Schlange wird die ganze Zeit kurz vorm Angriff abgehalten, so quasi, ne? Noch mehr. Jetzt ist der Marsch halt wirklich dabei, hier die Ritter rauszuhauen. Wisst ihr, was die übelste Nerv-Kombo wäre für Teamkämpfe? Das wäre halt wahrscheinlich wirklich Marschall plus Philipp. Brauchen beide ein bisschen, um in die Pötte zu kommen. Vor allem der Marschall. Aber wenn es dann mal losgeht, die gehen doch so mit den Rittern auf den Sack. Das ist dann nicht mehr lustig. Aber andererseits sind dann beide sehr angreifbar für direkte Klatschen. Schlange wird jetzt angreifen, aber sollte der Marschall nicht genau im falschen Moment ausmarschieren, wird die Schlange nicht so weit kommen. Schlicht und ergreifend, weil die ganzen Schwertkämpfer schon in der Hut sind. Da wird jetzt gut geschossen. Wo sind eigentlich die Leiterträger hin? Ja, das wurde jetzt ziemlich souverän abgewehrt. Boah, während die Ritter immer noch Stress da hinten machen, das ist Wahnsinn. Das erinnert mich jetzt gerade wirklich an einige Age of Empires Kämpfe, wenn du unter Druck stehst, aber trotzdem noch irgendwelche Ritter-Raids machst, um die Wirtschaft zu piesacken irgendwie. Ah, nicht die Baumeister mittendurch. Ich meine, okay, die Baumeister sind das... Ich wollte gerade sagen, es werden ja immer weniger. Ich wollte sagen, es werden ja immer weniger, aber Quatsch, da ist noch. Aber das...
Ich glaube, es werden mehr, aber ultra langsam. Bogenschützen werden viel, viel schneller mehr. Und das sind weit. Das ist dieses Piesacken, diese Nadelstichangriffe. Sind ultra nervig, aber effektiv. Was muss man denen halt lassen? Einige Bogenschützen. Die Schlange hat jetzt gerade wegen dem verpassten Angriff fast nichts mehr da. Und noch nicht mal Goldreserven, um jetzt schnell Truppen hochzupumpen. Weil jetzt eben einfach der Marschall nebenbei gestört hat. Das könnte sein, dass das der Angriff wird. Komm, machen wir mal ein bisschen schnell, bis die Schwertkämpfer da sind. Vergehen ja Jahre. Oh, und es ist offen. Es ist... Als es wahrscheinlich ist... Oh, jetzt geht die Waffen... Aua. Ich glaube, davon erholt sich die Schlange nicht mehr. Selbst wenn sie es überleben sollte, was sie wohl nicht tut. Da, Wahrscheinlichkeit 2 ist eingetreten. Es kommt der Schwertkämpfer-Rasierer vom Marschall. War aber ein geiles Match, muss ich wirklich sagen. War ein richtig gutes Match, weil die Schlange hatte ihre Chance am Anfang. Es ist nicht, dass es einseitig war. Eine Nachricht vom Marschall. Und noch jemand, der das Diesseits verlässt. Wunderbar. Marschall Sir Longarm gewinnt. Er sitzt jetzt am längeren Arm, Hebel. Ihr wisst schon. Hört ihr Truppen? Nicht ohne hier Gold. Aber auch nicht so viel krasser, ne? Vom erworbenen Gold. Man denkt sich jetzt, da hat genug Schenken für einen absolut vollen Bierausschank-Bonus. Er hat noch hier mehr Eisenproduktion, er hat mehr Steine, er macht mehr... Nee, nicht mehr Waffen. Ich glaube, die Waffen sind's. Weil ich wollte gerade sagen, wirtschaftlich müsste der Marschall doch so viel stärker sein, statt nur die 20.000 mehr. Das ist jetzt, das sind vielleicht so, ja, 40-50% mehr. Ich meine, das ist schon ordentlich. Aber für die Wirtschaft, die er eigentlich hat, ich glaube, es liegt an den Waffen. Die Schlange hat einfach so hohe Waffenproduktion, dass da eben viel Wert generiert wird. Während die Waffen von Sir Longarm nicht für, für den Eigenbedarf reicht im Grunde. Unterstützt zwar ein bisschen, aber er muss vieles zukaufen. Während die Schlange manchmal in manchen Situationen wahrscheinlich sogar Überproduktion hat und verkaufen kann. Und da kommt dann wahrscheinlich das extra Gold her. So meine ich das. Ja, und produzierte Truppen. Ja, war ein echt cooles Match. Also das war dann doch eine gute Idee, die beiden zusammenzuwerfen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schreibt, was ihr gerne noch sehen wollt. Ansonsten geht es wahrscheinlich jetzt mal bald weiter, um mal Friedrich ein bisschen wieder auf den Zahn zu fühlen. Und ansonsten mal zu gucken, was der Vasier noch so drauf hat. Weil dem wollte ich auch nochmal eine extra Chance geben, weil der nicht schlecht war. Und ja, schreibt mal, was ihr ansonsten noch so sehen wollt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten KI-Kampf.